Schön von dir. Ja, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz. Der VfL Wolfsburg beendet am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach den 28. Spieltag. Trainer Ralf Hasenhüttl an euch übergeben. Wir beginnen mit Engelbert Hensel von der WAZ. Hallo Herr Hasenhüttl, hallo Bauer. Hallo. Jetzt haben Sie die erste Woche alle Jungs um sich gehabt. Welche neuen Erkenntnisse konnten Sie vielleicht noch mitnehmen oder Sie schütteln, waren nicht alle da? Na schon, aber letzte Woche waren sie ja auch schon da, ein paar Tage. Also zwei ist eigentlich so. Eineinhalb Wochen habe ich sie jetzt bei mir. Ja, ich muss sagen, also schon das Spielersatztraining war interessant, weil ich dann auch mal die dabei hatte, die eben, wie gesagt, jetzt bei der Nationalmannschaft waren und ich so einen ersten richtigen Eindruck gewinnen konnte. Und ja, Eindruck war, so wie ich es erwartet habe, da ist Qualität, da ist Potenzial in vielen Spielern und wir haben definitiv, das haben wir auch am Wochenende gesehen, glaube ich, beim Spiel, als wir die Wechsel vollzogen haben, da hat man schon nochmal, wir sind stärker geworden durch die Wechsel, muss man sagen. Also das ist ja auch eine Qualität dann und das, glaube ich, kann ein Spiel entscheiden, das haben wir vor dem Spiel auch gesagt. Ich glaube, das konnten wir. Kevin Schwank von der Bild-Zeitung und danach Henning Tobaben von den Wolfsburger Nachrichten. Herr Hasenhüttl, Sie haben gerade gesagt, eineinhalb Wochen sind Sie hier. Also hallo erstmal. Hallo. Eineinhalb Wochen sind Sie jetzt hier. Da kehrt eventuell so ein bisschen Routine jetzt auch langsam schon rein. Wie geil ist es denn jetzt wieder wirklich am Start zu sein? Ja, von Routine kann man eigentlich am Anfang noch nicht so reden, weil die Abläufe festigen sich so ein bisschen, das ist richtig, aber es sind auch sehr viele Dinge auch abseits der eigentlichen Arbeit, die notwendig sind und dementsprechend ist das noch immer so sehr, sehr intensiv. Aber ich glaube, was man schon jetzt merkt, ist, dass man sich hier sehr, sehr wohlfühlen kann. Ich finde auch die Leute, die um den Verein rum sind, sehr, sehr angenehm und auch wichtig ist für mich immer, dass ich so eine Atmosphäre kreieren kann, in der auch Erfolg möglich ist. Und da muss ich sagen, sind alle super dabei und die Menschen auch hier in der Stadt, finde ich sehr, sehr höflich und sehr, sehr ja, zugänglich auch. Und deswegen finde ich, dass man da sich wirklich wohlfühlen kann. Das Trainingsgelände ist sowieso top, muss ich sagen. Also da kann man wirklich toll arbeiten und viel mehr haben wir noch nicht so gesehen. Aber es ist einfach ein super, super Punkt, also super Platz, um gut zu arbeiten, wie ich finde. Ja, hallo auch von mir. Eine Frage zur Defensive. Da ja, wird sich ja auf jeden Fall die Formation ändern, zwangsläufig durch die zwei Sperren. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht und festgelegt, wie es da hinten aussehen wird? Tatsächlich schon Gedanken gemacht, überraschenderweise. Und ja, viele Alternativen bieten sich ja nicht mehr. Wir haben genau vier Innenverteidiger im Kader, zwei sind weg. Dementsprechend ja, ist es wahrscheinlich kein großes Geheimnis, dass es auf Moritz und Sebastian rauslaufen wird. So viel kann man, glaube ich, ruhig verraten. Das wird der Gegner wahrscheinlich ähnlich sehen. Ja, und was sonst drumherum passiert, wie man die Verteidigung, wie wir die Defensive dann auch aufbauen, werden wir natürlich dann noch entscheiden müssen. Wir hatten die Woche schon jetzt gute, ja, weil da wartet ein Gegner mit richtig Qualität auf uns, der vielleicht im Moment in einer etwas schweren Phase ist, aber der auch in der Saison gezeigt hat, was sie für Offensivpotenzial haben. Und deswegen müssen wir da vor allem in dem Bereich natürlich sehr, sehr gut aufgestellt sein und sehr, sehr gut abgestimmt auf alle Situationen, die auf uns warten. In der Radio Tide Tedinger. Im Bremen-Spiel jetzt ableiten können für diese Trainingswoche? Dass wir mit Ball schon den ersten Schritt gemacht haben, aber dass wie immer der Schritt ist, der am schwersten ist, da in extreme Entwicklungsschritte zu gehen, es wird immer am längsten dauern, weil es die große Umstellung ist. Trotzdem war es für den Wissensstand, wo wir momentan sind, eigentlich genau das erwartet, was ich bekommen, was ich erwartet habe. Vielleicht sogar einen dicken mehr in manchen Situationen, was schon ganz gut ausgesehen hat. Auf der anderen Seite gegen den Ball exakt das, was ich erwartet habe, dass wir da schon sehr schnell auch so ein paar Pressing-Mechanismen umsetzen können. Auch wenn das Shape manchmal noch ein bisschen variabel war und das dadurch natürlich nicht gerade einfacher gemacht hat für die Jungs, aber ich finde trotzdem, dass sie das
relativ ordentlich gemacht habe. Wir haben nicht so viel zugelassen, ein paar Großchancen schon, aber in Summe eigentlich nicht so viel. Das war schon mal sehr positiv. Wie gesagt, das waren sicher so die zwei Punkte, wo ich sage, ja, so die, das, was ich in Bremen gesehen habe, war so das, was ich erwartet habe. NDR nochmal und dann Henning. Ja, angeschlossen daran, also wo ändern Sie oder ändert sich denn für Ihre Spieler am meisten, mit oder ohne Ball? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, ich meine, ein bisschen was weiß ich schon, was vorher gemacht wurde, aber es ist einfach einfacher zu lernen, die Arbeit gegen den Ball, als die Arbeit mit Ball. Es ist, weil da geht es eher ums Laufen, ums Online-Sein gegen den Ball und das kann man oft schneller in eine Mannschaft reinbringen als den Rest. Ja, aus dem Bremen-Spiel können Sie Ihre eigenen Schlüsse ableiten, weil Sie auch selber auf der Bank saßen. Jetzt hat die Mannschaft aber auch schon zweimal in der Saison gegen Gladbach gespielt, einmal im Pokal, einmal in der Liga. Beide Male verloren, einmal davon ziemlich deutlich. Sind das auch Spiele, aus denen Sie, obwohl Sie jetzt schon deutlich zurückliegen, oder eher nicht? Nee, eher nicht. Aber ein super Gradmesser, um zu sehen, ob wir mittlerweile ein bisschen besser geworden sind, wettkampffähig und wettkampfmäßig einfach dagegenhalten können, mehr als in diesen beiden Spielen. Das wäre wünschenswert, klar. Herr Hasen, wie sieht es denn personell aus? Speziell vielleicht jetzt auch Torwart gefragt, Kuhn Castells, hatten Sie ja schon in Bremen angedeutet, dass es schwierig werden könnte. Hat sich da irgendwas verbessert? Oder? Nee, da hat sich nichts verbessert. Er hat die Woche nicht trainiert mit der Mannschaft. Dementsprechend ist er auch für das Wochenende dann keine Option. Wir werden auf Pavo zurückgreifen wieder und ich finde, er hat seine Sache hervorragend gemacht gegen Bremen. Aber trotzdem nie gut, wenn ein Stammspieler ausfällt oder wenn er nicht trainieren kann. Aber da braucht man noch ein bisschen Geduld, da müssen wir ein bisschen warten. Ansonsten haben wir so ein paar kleinere Blessürchen gehabt in der Truppe, aber es ist jetzt noch keiner komplett raus fürs Wochenende. Für den einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen eng, aber mal schauen. Wen könnte es eng werden, wenn Sie das sagen, kleinere Blessuren in der Woche? Soll ich das sagen? Ja, es ist, ich glaube, ich habe bei Kevin Paredes ein bisschen muskuläre Probleme gehabt die Woche. Aber Jerry hat heute wieder trainiert, war auch raus gestern. Aber wie gesagt, bei beiden ist alles möglich und werden wir sehen. Sie haben eingangs gesagt, hinten raus seid ihr dann stärker geworden in Bremen, mit den Wechseln sozusagen. Spricht das dann automatisch dafür, dass Spieler wie Jonas Wind und Luvro Meier, Sie haben ja logisch auch erklärt, warum die erstmal sozusagen von der Bank kamen, dass sie jetzt auch am Sonntagabend beginnen werden? Nee, das ist nicht logisch. Also es ist nicht eine Schlussfolgerung 1:1, dass das jetzt die Truppe ist, die dann am Wochenende beginnt. Weil ich finde, dass die anderen Jungs eigentlich auch richtig gut gemacht haben so zuerst. Das war natürlich eine andere Ausgangsposition. Wir wussten, dass es zuerst mal um über den Kampf geht, da ein Spiel zu finden. Und dafür war die Truppe, die ganze Zeit da war, eigentlich vorbereitet worden. Und das hat ja, glaube ich, im Endeffekt auch Sinn gemacht. Und das hat ja auch viel zu dem Erfolg beigetragen. Aber natürlich haben wir anderen Jungs zu arbeiten die Woche, ihnen auch einen, glaube ich, sehr intensiven Kurs zu geben, was wir wollen, wie wir das anlegen wollen und das hilft denen natürlich enorm und jetzt da wird sicherlich der eine oder andere auch die Chance bekommen zu zeigen, dass er jetzt auch spielen muss und dementsprechend wird die Formation wahrscheinlich ein bisschen aussehen, nicht nur aufgrund der zwei gesperrten Spieler, die wir nicht zur Verfügung haben. Ja, wenn man mit den Spielern spricht, dann rutscht dem einen oder anderen in Bezug auf die Zielsetzung für den Rest der Saison dann doch nochmal hier und da das Wort Europa über die Lippen. Ob es jetzt einfach nur so dahingesagt ist oder nicht, egal. Aber ist das für Sie eine positive Sache, dass die Spieler so denken, dass da immer noch vielleicht irgendwo was gehen könnte? Oder sagen Sie, jetzt muss erstmal der Klassenerhalt fix gemacht werden? Ich weiß nicht, ob jeder das rausrutscht oder ob jeder das aus denen rauszieht, aber wahrscheinlich beides, aber ist ja auch nicht so wichtig. Im Endeffekt bin ich nicht dafür da, irgendwelche Träumen nachzuhecheln, sondern einfach
die Grundlagen dafür zu legen, dass wir besseren Fußball spielen, erfolgreicheren Fußball spielen. Und alles, was daraus entsteht, sind dann Dinge, die wo auch immer hinbringen. Ja, ich glaube, es macht wenig Sinn im Moment, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ich finde sowieso immer, es ist schwierig für uns da, auch schon vor einer Saison, sich auf irgendwas festzulegen, dass dir dann jede Woche um die Ohren gehauen wird. Ja, übrigens, ihr habt gesagt, dort wollt ihr hin und dort seid ihr nicht. Das ist natürlich für euch relativ leicht dann, aber wir wollen es eigentlich vermeiden. Ich finde einfach, wir sollten wirklich auch sehen, worin wir besser geworden sind, weil wenn wir das nicht werden, dann werden wir auch nicht so viele Spiele gewinnen, wie wir wollen. Und ich glaube, das ist viel, viel entscheidender. Daran könnt ihr uns messen. Ihr habt gesagt, wir wollen in den Bereichen besser werden, wir wollen da besser werden, weniger Gegentore kassieren, mehr Tore schießen. Daran könnt ihr uns messen. Das heißt, das ist ja trotzdem noch keine Garantie, dass wir Spiele gewinnen immer, aber ich glaube, es erhöht die Wahrscheinlichkeit und deswegen versuchen wir eher in diesen Dingen, die wir tagtäglich beeinflussen können, uns daran zu orientieren. Und die ganz großen Ziele lassen wir jetzt mal raus bis Ende der Saison. Sind Sie denn allgemein davon kein Freund, Saisonziele festzulegen, also auch vor der Saison, also mit Stichwort schon nächste Saison, wird es sowas bei Ihnen nicht geben, weil Sie dann immer von, keine Ahnung, Woche zu Woche denken wollen oder wie ist das? Ja, ich bin klar kein großer Fan davon, weil ich finde immer, dass ein bisschen der Fokus verloren geht. Klar möchte man, ich glaube, jeder Spieler hat sowieso seine Träume und seine Vorstellungen, wo er irgendwann mal sein möchte. Ja, und das brauche ich eigentlich dann nicht als übergeordnetes Ziel hier formulieren, weil es nicht wirklich viel bringt, um mich zu verbessern. Ich glaube einfach, es ist viel, viel wichtiger, dass ich meine Defizite sehe, dass ich an den Defiziten arbeite und dazu werden wir sie definitiv motivieren, weil die natürlich von uns immer präsentiert bekommen und auch dann wissen, was so die Punkte sind, an denen sie sich verbessern sollen. Und da muss ich sagen, habe ich eine Mannschaft hier vorgefunden, wo ich das Gefühl habe, dass in der Hinsicht eine gute Mentalität herrscht, sehr aufnahmewillig, sehr aufmerksam und lernwillig. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wenn Sie nochmal an den Punkt zurückgehen, gedanklich, an dem Sie begonnen haben, mit der Mannschaft zu arbeiten, war das denn so, dass Sie auch das Gefühl hatten, dass da sich also Selbstzweifel breit gemacht hat, so nach einer zumindest ergebnistechnisch relativ langen Durchstrecke, oder war das gemessen daran gar nicht so sehr der Fall? Wie auch immer man das nennen möchte, Verunsicherung oder wie auch immer, wenn man länger nicht gewinnt, ich kenne die Situation auch, ich habe in Southampton auch Phasen gehabt, wo wir wirklich lange Zeit keine Siege geholt haben. Na klar macht das etwas mit jemandem, das ist doch logisch. Ich muss aber auch sagen, dass wir das nie thematisiert haben, sondern versucht haben, sofort eben über Inhalte eben den Fokus woanders hinzulegen. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich meine, dafür ist ja ein Trainerwechsel da. Ja, der soll eben neue Reize setzen, neue Stimmung erzeugen. Und das hat gar nicht so viel damit zu tun, was früher gearbeitet wurde oder wie gearbeitet wurde. Es ist einfach dann so, dass automatisch eine höhere Aufmerksamkeit da ist. Jeder möchte natürlich da dabei sein, jeder ist extrem motiviert. Wir haben zum Beispiel in den letzten zwei Wochen ein Workload gehabt im Training, eine Intensität, die war natürlich viel höher, weil natürlich sich jeder zeigen will, jeder brennt. Die Sprintwerte waren wesentlich höher und das ist ja klar, jeder will dann um seine Position kämpfen, da hast du automatisch schon mal einen Effekt in der Truppe. Ja? Das ist, glaube ich, so der Effekt, den man sich immer von einem Trainerwechsel erwartet. Eigentlich traurig, weil eigentlich sollte das immer so sein, dass die Jungs sich alles abverlangen und in jedem Training versuchen, besser zu werden, egal wie viele Siege man geholt hat, egal wie lange der Trainer schon hier ist. Und das ist eigentlich, ist halt leider so, aber im Endeffekt hat es sich sicherlich so widergespiegelt bei mir. Herr Hasenhüttl, viel wurde diskutiert, geguckt auf Luvro Meier, als er im Sommer kam. Herkam so ein bisschen auch der Unterschiedsspieler sein sollen und hat er auf Positionen gespielt, wo man den Eindruck hatte, dass die 10 eine gute Position für ihn ist, weil in dem System, das wir spielen, ist er da eigentlich am besten aufgekommen. Er ist laufstark, am Ball stark, hat den Blick für die letzte Linie. Ist gegen den Ball meistens der Spieler, den wir sofort finden im Umschaltmoment. Da hat er sicherlich seine Stärken, das hat er jetzt am Wochenende gleich gezeigt. Da kann er natürlich sofort Tore schießen oder eben auch Torchancen kreieren und da sehe ich ihn eigentlich am besten. Ich lasse mich aber gern von anderen Dingen überraschen. Also.
Jetzt werden Sie als Wolfsburger Trainer Ihr erstes Heimspiel erleben, gehen jetzt mit einem Auswärtsdreier in diese Partie. Was erwarten Sie sich von der Atmosphäre am späten Sonntagnachmittag, am frühen Sonntagabend hier? Ich glaube, ich brauche nichts zu erwarten. Ich glaube, wir sollten wissen, was wir zu geben haben. Und dann können wir was erwarten. Ich glaube, wir sollten schon sofort ein bisschen einzahlen, weil wir sind noch immer in dem Bereich, dass wir in der Bringschuld sind. Und ich glaube schon, dass wir jetzt noch nichts erwarten sollten. Ich glaube, wir sollten den Fans, die kommen, zeigen, was wir wollen. Eine sehr intensive Art, Fußball zu spielen, vorleben. Und dann dürfen wir erwarten, dass sie mit uns gehen und dass sie uns unterstützen. Und das hoffen wir natürlich dann. Ja, aber ich glaube immer, wir sollten immer zuerst mal auch versuchen, wir sind schon ein bisschen in der Bringschuld. Haben Sie das auch gespürt? Es klang so, als wenn Sie mal Zeit gehabt hätten, in den nächsten Tagen auch mal rauszugehen, die Menschen zu kennen. Sie haben ein bisschen über Wolfsburg gesprochen. Haben Sie das auch gespürt in Gesprächen mit den Leuten, dass Sie ja oftmals enttäuscht wurden in dieser Saison, wenn Sie in die Arena gekommen sind? Jetzt nach dem Sieg ist es nicht so, dass jeder gleich von der Euroleague redet, aber ist es jetzt nicht so extrem. Aber klar, als ich hergekommen bin, war natürlich schon, ist logisch, aber ja, das ist halt so in dem Geschäft, wird man halt an den Siegen gemessen und deswegen ist es auch nachvollziehbar gewesen. Aber ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man abseits des Platzes und auf dem Platz ein Auftreten hat, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann glaube ich, mit wie das Motto hier ist, Arbeit, Leidenschaft, glaube ich, können wir sehr schnell auch wieder, ja, die Fans für uns gewinnen. Das hatten wir jetzt ja zum Beispiel auch in der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Da hat ein Spiel gereicht, um etwas komplett anders darstellen zu lassen. Und das ist eben schön im Fußball, dass sowas möglich ist. Und trotzdem ist wichtig, dass man dann den nächsten Schritt tut und den nächsten Schritt tut. Ja, und sich daran nicht ausruht, dass man jetzt mal ein Spiel gewonnen hat. Herr Hasenhüttl, mal eine Frage zu den Abläufen. Das macht ja auch jeder Trainer ein bisschen anders. Geht es dann morgen Abend ins Teamhotel? Dürfen die Spieler zu Hause schlafen? Das Spiel am Sonntag ist ja relativ spät. Ja, wen es interessiert, kann ich sagen, dass wir morgen nicht ins Hotel gehen, sondern daheim schlafen, uns dann Sonntag hier aktivieren und danach mal so ein Tageshotel nehmen. Also nicht die volle Dröhnung, aber so halb. Können Sie kurz begründen, warum ist es für Sie wichtig, dass Sie spielen zu Hause, familiäres Umfeld? Das ist geschuldet. Sollte der früher sein, hätten wir wahrscheinlich schon auch die Nacht vorher im Hotel verbracht. Es kommt sicherlich immer darauf an. Sie haben eine gute Bilanz, um nicht zu sagen, eine sehr gute Bilanz gegen Gladbach, wenn ich es richtig gesehen habe, die Zahlen hier nicht lügen. Gab es da in der Vergangenheit irgendwie besondere Momente, an die Sie gerne zurückdenken, besondere Erinnerungen? Ja. Oder? Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich Ademola Lukman weggerutscht ist mit seinen Schuhen und ich dann ihn eigentlich schon während des Spiels auch auf der Liste hatte, als ich gesehen habe, dass er jedes Mal wegrutscht. Dann hat er, glaube ich, in der 89. 1-0 gemacht und wir haben 1-0 gewonnen. So ist das oft im Leben. Ne? Hast eigentlich einen Spieler schon auf der Liste, dass du ihn mal eine Ansage machst und in dem Moment rettet er mit dem Tor die 3 Punkte und das war interessant, ja. Ich glaube, der andere Sieg war, weiß ich gar nicht. Ansonsten, das weiß ich noch. Die anderen Siege mit Ingolstadt, weiß ich, haben wir auswärts gespielt, 0-0, glaube ich. Es war auch ein sehr intensives Spiel, da haben wir die erste Halbzeit brutal gepresst, hatten Riesenchancen und zweite Halbzeit ist immer stehend K.O. gewesen, haben es halt irgendwie geschafft, das 0-0 zu retten. War eine sehr heiße Kiste, aber ja, schon eine gute Atmosphäre dort. Ich freue mich, wir spielen jetzt zu Hause, aber das ist ein Verein, der auch sehr viele Fans zu uns mitbringt und ein Traditionsverein mit richtig Potenzial und ja, wird ein tolles Spiel, glaube ich. Ist Gladbach eigentlich eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist, weil man das Gefühl hat, dass sie eigentlich mehr Punkte schon haben könnte, besser dastehen könnte, als sie es aktuell tut? Ja, ich würde es nicht an den Punkten festmachen, sondern eher an ihrer Flexibilität, vor allem mit Ball, definitiv ein Gegner, der sich sehr schnell adaptiert an ja, Pressing-Situationen, an Situationen, wie man angelaufen wird. Da sind sie sehr variabel, mit richtig guten Fußballern am Feld, mit auch in der Offensive klaren Automatismen, also das ist richtig gut.
Aber wir haben natürlich auch ein paar Punkte gesehen, die wir vielleicht für uns nützen können, aber die nicht so perfekt waren in den letzten Wochen. Und daran gilt es sich zu orientieren und dafür Lösungen zu finden. Wo Sie gerade schon diese Anekdote erzählt haben, gibt es aktuell auch einen Spieler in Ihrem Kader, dem Sie so ein Erfolgserlebnis, Tor in der 89. Minute oder vielleicht auch ein bisschen früher, besonders gönnen würden im Moment? Nee, weil ich gönne jedem Spieler einen besonderen Moment im Moment, weil ich habe da noch, also generell ist es so, dass mein Trainer immer es erwünscht und ich glaube schon, dass wir vor allem jetzt zu Beginn versuchen müssen, jedem auch die Chance zu geben, sich zu zeigen. Und das wird sicherlich in den nächsten Wochen auch kommen. Aber je früher jemand aufzeigt und je früher jemand gute Leistungen bringt, umso bessere Chancen hat er auch, viele, viele Spielminuten bis zum Ende der Saison zu haben. Und das ist natürlich das, was jeder Spieler sich wünscht. Ich würde nochmal gerne den Bogen zurückschlagen, nochmal diesen Rückgriff machen auf das erste Spiel unter Ihrer Leitung. Was haben Sie da speziell offensiv gesehen in Bremen von Ihrer Mannschaft, was dem, was Sie sich vorstellen, schon nahe kommt? Also was hat da schon recht gut funktioniert? Ja gut, wir hatten die eine oder andere gute Umschaltsituation, wie ich glaube, wo wir schon früh eigentlich ein Tor machen können. Ich glaube, wir waren in der Standardstatistik vor dem Spiel waren wir, glaube ich, weit weg. Jetzt haben wir im ersten Spiel gleich ein Tor gemacht aus einer Standard. Defensivstandards bei seitlichen Freistößen war gut, glaube ich. Da haben wir es recht gut verteidigt. Ansonsten, ich glaube, dass wir geduldig waren und auch wirklich uns zweite Halbzeit ein paar Chancen erarbeitet haben, bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir auf einmal komplett den Faden verloren haben. Und da muss ich aber auch sagen, da müssen wir immer vorsichtig sein. Ich weiß natürlich, wo die Mannschaft herkommt. Wir hatten natürlich viel zu verlieren in dem Moment. Einmal mehr am Platz, bis 1-0 vorne. Da hast du dann schon gemerkt, dass wir nicht mehr so frei im Kopf waren dann. Ein, zwei Ballverluste haben genügt, um uns dann ein bisschen selber so unsicher zu machen. Und daraus ist dann, glaube ich, auch die rote Karte resultiert. Das wird hoffentlich in Zukunft dann besser werden, weil mit jedem Sieg, mit jedem Erfolgserlebnis, wenn du das schaffst, dann kriegst du auch eine breitere Brust und dann bist du nicht mehr so leicht anfällig, um hier vielleicht mal im Spiel so den Faden zu verlieren. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Und das war also, das Herausspielen der Chancen, fand ich, war phasenweise gut. Wir hatten da richtig gute Dinge. Kann man ja viel früher schon das zweite Tor machen, machen es aber nicht. Aber im Endeffekt war wichtig, dass wir eben dieses Spiel dann nicht aus der Hand gegeben haben, sondern es gewonnen haben. Und deswegen, glaube ich, kann man da schon ein paar positive Dinge draus ziehen. Ja, daran nochmal angeschlossen, also ich höre da raus, so, es geht nicht so darum, irgendwie dogmatisch zu sagen, wenn wir den Ball haben, spielen wir möglichst schnell nach vorne, suchen schnell die Tiefe oder aber wir spielen kontrolliert, abwarten, geduldig, sondern der gesunde Mix ist es das. Ja, aber das ist normal. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, nach einem Ballgewinn sofort umzuschalten. Manchmal muss man eben auch im Ballbesitz sich dann formieren und im schlimmsten Fall den Gegner auch hinter den Ball kommen lassen. Aber es ist auch nicht schlimm, weil dann haben wir schon unsere Methoden und unsere Automatismen, um uns wieder etwas zu erarbeiten dort und Chancen zu kreieren. Und das kann sicherlich noch besser werden. Aber das sind wir, wie gesagt, gerade erst am Anfang unserer Arbeit. Und ich glaube, die Jungs wissen da schon sehr genau, wo wir hinwollen, weil ich schon sehr, sehr klar war, was ich mal sehen möchte. Aber ich bin auch ganz klar, dass ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es ein bisschen brauchen wird. Und ich will immer in jedem Spiel ein bisschen mehr davon sehen. Herr Hasenhüttl, wenn neue Spieler kommen, dann müssen sie mal irgendeinen Einstand geben, vielleicht zum Beispiel singen oder die der Neue. Gab es schon einen Einstand? Was ist geplant? Haben Sie mal einen Kuchen hingestellt, eine Kiste Milch? Also in England musste ich singen oder wurde auch dazu aufgefordert, ein Lied vor der Mannschaft zu singen, was für mich jetzt nicht so dramatisch ist, weil ich das ja sowieso gerne mache. Hier ist das Staff davon ausgenommen. So komme ich gut weg. Ich werde mich irgendwie anders mit einem Einstand erkenntlich zeigen. Ich könnte sicherlich irgendwo nachlesen, aber können Sie mal verraten, was Sie in England gesungen haben und was singen Sie denn sonst so unter der Dusche oder
wo auch immer. Ja. Es war logischerweise ein englisches Lied. Logischerweise. Würde sonst nicht viel Sinn machen. Ich weiß es schon noch, aber muss es nicht breitgetreten werden. Nicht, dass ich noch hier eine Steilvorlage gebe und es nochmal singen muss. Also von daher passt das gut. Das wäre doch ein schönes Schlusswort gewesen. Da haben Sie recht. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal, einfach nur, weil ich gerne nochmal speziell nach Patrick Wimmer fragen möchte, der jetzt wieder zurück kann in den Kader, nachdem er eben aussetzen musste, wegen einer, ich sage jetzt mal, meine persönliche Meinung, sehr unglücklichen Sperre. Mhm. Was erwarten Sie speziell von ihm? Was kann er der Mannschaft geben? Nur unglückliche Sperren hier. Da sind wir wieder bei dem Glück und Pech, ne? Ja, also abgesehen vom Wiener Dialekt oder vom österreichischen Dialekt, den ich natürlich dann auch immer wieder höre, erwarte ich mir von ihm seine Unbekümmertheit am Ball. Das ist natürlich schon eine große Stärke, die er hat. Und aber auch, muss ich sagen, hat er natürlich viel Wissen über ja, seine Position, seine Position, in der er sich dann wahrscheinlich auch am besten auf der 10 eben ausleben kann, was Spiel gegen den Ball angeht und so weiter. Ist schon ein Spieler, der auch Bälle gewinnen kann. Das ist einfach ein gutes Gesamtpaket. Und dazu kann er auch nur Tore machen. Also er hat alles, spielt es, glaube ich, auch die Position in der Nationalmannschaft. Dementsprechend weiß er das ja genau Bescheid. Und ja, schon ein Spieler, der uns auch besser machen kann. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Genau, vielen Dank und dann sehen wir uns am Sonntagabend an gleicher Stelle hier. Dankeschön. Ich sage danke. Schönen Tag noch. Ja? Ciao.